Oh, du hast dein Partner-Pokémon. Kann ich es mir mal genauer ansehen? Bro! Bist du Stalker oder was? Der will uns das Pokémon klauen! Das ist ein Bastard. Das ist übrigens der Dude, der mit uns das Together aufnehmen wird. Eins habe ich vergessen, den Pikachu nämlich noch eine. Aber ich bin krank. Ja, oh. Aber das nehmen wir eh nochmal. Es ist übrigens gerade der offizielle Release und wir sind beide am Suchen. Ich glaube, der Tag wird ungesund für unsere Köpfe. Ich glaube, das Video kommt erst. Oh. Samstag. Samstag kommt dieses Video online. Das war doch mal wieder. Ja, genau. Ich habe nämlich auch das Mew in mein Team mitgepackt, um es zu trainieren. Wir werden da nicht mit spielen, aber logischerweise, ja. Das Leveln wäre ganz empfehlenswert. So, sind hier noch irgendwo Trainer? Das sieht auch voll geil aus, wie das Viech hinter einem herläuft, ne? Ja, aber man verwechselt es manchmal mit Taubsies und... Ach, wie so ein räusiges Mistvieh, ne? Ey, manchmal fucken die Pokémon ab. Vor allem Taubsies. Taubsies sind die größten Arschlöcher. Aber wenigstens wurde es gefangen und dieser Ball ist einfach abnormal, ne? Ja, der bockt übelst, ich hab den da. Also... Jeder, der das Spiel hat, ohne Ball, kauft euch den Ball. Wer direkt zu Saturn, sonst was, ich pack euch mal den Link von dem Ball in die Videobeschreibung. Das ist einfach das Wichtigste im ganzen Spiel, ganz ehrlich. Ja, aber die Joy-Cons ist halt so cringy. Ja. Vor allem haben die am Anfang, vor dem Update, was es inzwischen auch noch gar nicht gibt, also ich musste bisher noch kein Update runterladen, komischerweise. Entweder hat er das nachts schon gemacht. Oder keine Ahnung. Jedenfalls. Das dreckige Merapla, Alter. Die Controller haben so rumgespackt, ne? Es ist unnormal. Das Spiel hat am Anfang wirklich noch richtig scheiße funktioniert. Ich weiß nicht, ob die gestern direkt ein Update rausgebracht haben, weil nachdem ich es einmal neu gestartet hatte, das Spiel hat sich mal so geleckt und. Also für Controller haben die auf jeden Fall ein Update. Ja. Das Controller-Update gibt's ja sowieso meistens direkt immer. Oder genau. Nach dem Kampf kannst du direkt mal das Outfit zeigen. Genau. Der Kampf ist jetzt eh zu Ende. War ja nur so ein dreckiges Pokémon wieder, was da. Ich frag mich, warum ich jetzt Pokémon. Er geht ins Pokémon Center um. Weiß ich nicht. So, jetzt. So, Beutel. Beutel? Hallo? So, wo haben wir es denn jetzt? Klamottenkoffer. Outfit für Pi. Nee. Okay, so. Outfit für Pikachu wählen. Kopfbedeckungen. Sportliche Kappe. Schön. Gibt's auch Kleidung. Sieht ein bisschen cringe aus, aber komm, wir nehmen es einmal kurz. Könntest du es auch mal ein bisschen größer angucken? Aber wo verbindet man das mit Pokémon Go? Das kann man machen, indem man auf diesen Knopf drückt oben drauf. In Pokémon, ja. Da wird sich wahrscheinlich ein Anmeldescreen oder so öffnen. Würde ich vermuten. Das sieht schon geil aus, das Outfit. Nicht nur die Kappe. War es nicht in echt in den alten Spielen immer so, dass der das total gehasst hat, wenn man den so irgendwie am Schwanz oder so? Das dann automatisch. Genau. Das finde ich auch gut, dass man sich theoretisch auch mit mehreren Pokémon Go-Konten verbinden kann, weil, wenn das zum Beispiel wieder auf einem Google-Account oder so registriert wäre oder hallo, so. Könnten Sie bitte scheiße verbinden? Hallo? Der Kolle kommt. Fress weiter. Es fuckt zwar irgendwie ab, dass der Ton auch aus dem Dingens rauskommt. Aus dem Ball, aber ist auch eigentlich geil. Es sind halt nur scheiße, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit ist. Oh, ein Ball. Hallo, ich will das verbinden. Ein Mini-Pilz. Kann auch genauso sein, dass es. Können wir auch gleich nochmal gucken. Mache ich auch wahrscheinlich nochmal ein extra Video zu, wie man Pokémon Go verbindet und dann das Ganze mit Meltan abwickelt. Dazu ist es ja nötig, es zu verbinden. Das hatte ich gerade vor. Ja. Das ist halt die Frage, wie das Ganze funktioniert. Müssen wir uns nochmal angucken. Scheint ja nicht so einfach zu sein. Oder scheint nicht so einfach zu funktionieren. Hallo. Noch ein Item. Hallo. Ah!
Besser wirkst du ernst gleichzeitig gesagt, lol. Du hast ein Gegengift. Mhm, verstanden. Kannst du mir gleich erklären. Du musst Bluetooth anmachen. Oh, ja, das macht auch irgendwie Sinn. Wahrscheinlich, um das mit den Controllern zu verbinden oder mit der Switch, ne? Bla, bla, bla. Da hatte ich mir auch irgendwie schon. Musste es ja irgendwie über irgendwas verbinden, weil Internet wäre immer ein bisschen blöd. Deshalb ging das auch in diesem einen Trailer, weißt du noch? Beim allerersten Trailer ging es ja auch. Kann man sich ja auch verbinden. Hat er sich auch verbinden. Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. So. Verbindung zu Nintendo Switch herstellen. Das ist geil. Okay, lol, ich hab die alle schon abgezogen. Also bitte. Tut mir leid, das wusste ich ja noch gar nicht. Ah. So, wo ist denn. Hä? Haben wir hier schon alle abgezogen, kann das sein? Als wenn ich hier alle abgezogen habe. Niemals. Ich glaube, dann ist es wohl Zeit jetzt zu. Oh nee, hier geht's noch weiter. Okay. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, es ist Zeit dazu zurückzugehen. Und zwar zur ersten Arena. Wir haben jetzt sehr viel Zeit hier verschwendet. Bisschen traurig. Denn in Vertania City war ja schon die erste Arena. Lol. Ach, bist du schon bei der ersten Arena gewesen? Eigentlich müsste ich da jetzt mal hin, ja. Ich bin da scheinbar sogar vorbeigelaufen. So. Ja. Was mal los? Ach, ich wollte wieder diese Fangbewegung machen vom Ball. Mit dem Ball, genau. Weil es einfach so geil ist. Man hat direkt dieses. Okay, ich würde. Das Fangen finde ich nicht mehr so geil, weil der irgendwie Entfernung nicht richtig. Ja, das funktioniert manchmal nicht so gut. Man muss darf eigentlich auch nicht so wackeln und so. Und eigentlich auch einfach gerade in die eine Richtung im Joy-Con klatschen. Was auch direkt im Pokédex folgt, ne? Ja, das ist auch das Ziel hier im Spiel, genau. So. An den Hornelios vorbei. Ich brauche jetzt eigentlich keine. Oh, sind wir hier? Bin ich gerade dumm oder so? Oh, hier. Da haben wir doch mal ein Item. Also ich finde, die hätten sich wenigstens die Mühe machen können und dann für den Pokéball Plus so ein eigenes Icon einblenden können im Kampf, weißt du? Da ist jetzt das Zeichen vom Joy-Con. Ja, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich dachte mir auch so, hä, was ist das? Okay. Ach, hier ist auch nochmal so ein Eingang. Okay, dann war es das dann an der Stelle gleich auch. Warte, wo willst du also eigentlich hin? Bleib hier. Ich will verlieren. Nee. Das bin ich jetzt. Max. Okay. Du hast ein Saftkorn auf Level 3. Maximale Lappenheit. Steht hier wegen Max. Hahaha. Das war's immer wieder. Die Maximum von Pokédex sieht auch nicht sehr gut. Ja, also manche Sachen sehen echt komisch aus oder man muss sich einfach dran gewöhnen, keine Ahnung. Aber. Ich find's halt ein bisschen komisch, dass man mit derselben Taste bestätigt, mit der man läuft. Ja, ja. Aber das Komische ist halt. Auch irgendwie, dass man mal überlegen muss, ne? Dieses Spiel war ja jetzt nicht so ein großer Aufwand. Warum nicht früher? Aber dafür solche räudigen Ultra Let's Go. Ha! Ultra Let's Go. Ja. Hast du den Kampf schon gemacht gegen den Rivalen? Gegen den Rivalen, den Kampf hatte ich schon, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Nicht den Anfangskampf, ne? Ein zweiter Kampf gegen unseren Rivalen, lol. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, oh, wieder so ein dreckiges Raupi. Ach, egal, vielleicht hat es ein hohes Level dann. Blödes Erde, ey. Da flüchten wir einfach. Tut mir leid, eigentlich wollte ich das nicht machen, aber es lohnt sich halt einfach nicht, so ein Pokéball an dem Ding zu verschwenden. Das war ohne Scherz, es bringt überhaupt nichts. Vor allem er hat Level 3 Pokémon, also im Original hatte der auf jeden Fall mehr. Ja, ja, generell ist das Spiel sehr einfach, habe ich auch schon sehr oft gesagt hier. Also ist manchmal echt unnormal. Also doch, hoffbar. Ja, ja. Das ist besser. Ich hoffe einfach, das steigert sich so langsam. Und das passt sich vielleicht auch ein bisschen auf deine eigenen Pokémon. Also ich sag mal, wenn man dann immer noch mit so einem. Ich hab halt jetzt, weil ich die ganzen. Wenn man ein Pokémon einwechselt, sieht ja ultra geil aus. Mhm. Also ihr müsst wissen, er hat das Spiel ja schon seit gestern und ich erst seit ein paar Stunden. Er ist nur so, oh, was ist das? Was ist das? Das Ding ist halt. Boah. Bin ein bisschen wieder erschreckt. Sollte ich mir jetzt mal kurz. Egal. Gehen wir auch weiter. Die Animationen, die sehen schon geil aus, ne? Nee. Ist alles. Ganz normal. Ach ja, das Spiel hätte man auch ein bisschen früher rausbringen können, finde ich. Also. Ja. War halt gefühlt seit acht Monaten fertig, ne? Oh. Da brauchen wir zerschneidern, ne?
da hinzukommen. Da sind aber viele Items. Ah, wieder so ein Ratratz. Ey, da langsam ist es aber auch unnormal, ganz ehrlich. Gut. Also, ja genau, das war's. Ich fänd's geil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen stärkere Gegner zum Beispiel krieg, weil ich habe ja zum Beispiel auch jetzt meinen Pikachu schon auf Level 12. Ist, glaube ich, nicht normal, weil ich habe ja schon relativ viele Pokémon gefangen. Halt auch aus dem Grund, weil ich das Pikachu leveln wollte und auch das Mew und so, ne? Ich glaube, hier war die Arena, ne? Also, ja, da, ne, das ist der Lala. Bin doch auch ein Lauch. Genau, da hinten in der Straße waren wir nicht. Ganz links ist übrigens der Rivalkampf. Nicht, ja, okay, doch. Ziehen wir den eben mal ab, wenn er da ist. Das hier? Ah, hier waren wir auch schon, genau. Schade. Ja, hier bin ich scheinbar schon gewesen. Ja, aber hast du den Kampf auch gemacht? Wenn der Rivale da nicht steht, dann werde ich den schon gemacht haben, denke ich. Nein, wieder, glaube ich. Also ich meine, ich hätte ihn auf meinem privaten Account auch schon einmal ja, abgezogen. Was eine räudige Scheiße. Noch auch ein Lauch. Genau das war der andere Weg, wo wir lang wollten. Danke. Ich verwechsel hier einfach komplett alles. Kennt er sich sogar mit den Parts besser aus als ich? Wow. Ah, ich habe ja Pokémon Gelb schon 2, 3, 4 mal. 3! So, ein Nidoran. Du räudiges Ding, was auch immer du bist. Das war ein guter Wurf. Das war wieder ganz lecker schmecker. Ich halte mal den Ball daneben das Mikro. Man hat es nicht gehört, ja gut. Also jedenfalls konnte ich es am Ausschlag des Mikros jetzt nicht erkennen. Mew ist fast Level 7. Geht auch relativ schnell, kann das sein. Am Anfang sowieso, ja, aber. Ich dachte nur 30. Hol ich gleich ein, hallo. Ja, ich habe auch auf 2 Account. Ah, da ist er! Da ist er, das ist der andere Weg, genau. Ja, da war ich auch schon auf dem privaten Account. Aber, ja, aber nicht, ich habe direkt das Spiel gequittet, extra. Weil ich keinen Bock. Oh, scheiße, ich hab's nicht gelesen. Oh, ich bin dumm. Es geht um die Top 4. Oh, und die Pokémon. Ja, da ist er. Alles klar, beste Cutscene danach. So. Da hilft nur eins, wir müssen unser Bestes geben und stärker werden. Nee. Weißt du, wir schmeißen alle unsere Pokémon weg und gehen baden. Genau. Ja, wir ziehen zurück nach Alola. Langsam regt mich Kanto schon auf. Oh, ja. Das hat endlich, das Vieh wollte ich haben. Ne? Ah, das läuft doch hier überall rum. Ja, nee, beim Rivalen sieht das echt richtig geil aus. Auch die Musik ist... Alter. Ja, oh, ein Taubsee. Das ist... Auch im Trailer, der Soundtrack von Lavandia, der war so... Bumm. Nur noch 40 Pokebälle. Nur noch 40. Wie viel hat man im... Original. 10 oder so. Ja, ich glaube 5 hat man, glaube ich. Weil ich musste mir bei Pokémon Gelb relativ schnell neue Pokébälle kaufen, sagen wir so, ne? Sind die Pokébälle denn auch? Mega hast du schon geguckt? Die kosten, glaube ich, 100 Pokécoins. Einer? Nee, weil ich weiß es nicht. Weil in den anderen Spielen, also in den Hauptreihen Spielen, ja, kosten die alle so 200, glaube ich. Ich lese gerade sogar einen Kommentar hier. Nebenbei ist mir gerade die Nachricht angekommen. Ich nutze auch den Pokéball Plus, auch den Plusball. Aber mir ist das irgendwas. Okay, Fall. Fühl dich geehrt. Ich habe gerade deinen Namen vergessen. Irgendwas mit Marcel. Falls du das Video siehst. Ich spiele auch gerne mit dem Ball. Der ist auf jeden Fall besser. Werd mir den Kommentar gleich nochmal durchlesen. Interessiert mich auch immer sehr, was so eure Meinung zu den ganzen Sachen ist. Weil, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber du findest ja auch Ball viel besser, ne? Also, ich muss auch nochmal mit den Joy-Cons spielen. Vielleicht haben sie sich inzwischen verbessert. Das ist dein erstes Nidoran, okay. Ja. Jetzt habe ich sogar nur Coins bekommen, glaube ich. Keine Pokébälle, oder? Ich habe gerade nicht so richtig aufgepasst. So, hoffentlich konnte ich dir helfen, ein bisschen stärker zu werden. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es garantiert beide bis zur Pokémon-Liga. Alter, du bist schlecht jetzt wie schütteln. Ach, über die Animation jetzt. Pikachu scheint die Haare von Jerry an. Was? Bei mir hat er gerade so Kung Fu Move. Was? Der will die Haare von Jerry anfassen. Weißt du, ob wer Jerry. Weißt du überhaupt, wer Jerry ist? Nö. Das ist unser Rivale. Jerry, bei mir heißt der Sigi.
Ja, ist genauso wie genannt wie Domi, ne? So, hat er den Diggi genannt? Ja. Der liebe Domtendo, der den Part viel zu spät, meiner Meinung nach, rausgebracht hat, hat ihn Siggi genannt. Hat ja nun jemand gesehen. Naja, er hat inzwischen 2 Videos, glaube ich. Vermutlich, wenn ihr das Video seht, schon 1000. So wie ich ihn kenne, ja. Ah, genau, da war ein Item. Genau. Ah, ich kann auch. Stimmt, man kann ja mal diesem Mew sprechen, ne? Das freut sich auf jeden Fall. Mew freut sich wahnsinnig. Ui. Hallo, nimm den verdammten. Nimm den verdammtes Item. Fällt etwas auf. Es ist eifersüchtig auf Pikachu. Pikachu. Oh. Man kann nicht sehen, was ich da mache. Mew sieht wahnsinnig glücklich aus. Oh, er ist hinter dem Busch, Alter. Er macht. Man kann gar nichts erkennen, was er da macht. 5 Pokébälle, okay. Alter, mich. Fuckt es schon leicht ab, dass hier überall Habitats und so rumfliegen, aber es ist einfach so geil. Dass hier überall die Pokémon einfach rumlaufen. Das ist so geil. Es war übelst komisch, so nicht zu wissen, was da für ein Pokémon gleich hier kommt, aber. Nein, du meinst, dass man 2 ist. Ja, 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 genau. Muss man die Größen irgendwie erst freischalten oder warum kommen? Das ist Zufall. Bei mir kommen auch manchmal die kleinen einfach. Wow, schade. Ein paar Millisekunden. Hätte schon das richtig hingekriegt. Schade, schade. Ja, jetzt ist das Drecks-Pokémon natürlich raus. Warte, wie viel. Oh, Level 4 brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. 31 Pokebälle nur noch. Nee. Das ist jetzt ja komisch, dass man es nur mit einer Hand spielt, ne? Mich würde mal interessieren, wie viele ich verkackt habe, wie viele Bälle. Kann man das nicht irgendwo nachgucken? Na, ich guck einfach mal, wie viele Pokémon ich insgesamt. Ah nee, ich muss. Ja, Pokémon Box, doch, doch, doch. Das finde ich auch. So, in der Box habe ich. Wie viele Pokémon sind das in einer Reihe? 6? 4 Reihen. 19. Unten links. Nee, 29. Ja. Ja, ach, da stehen sie unten sogar. Ja, 29. Wie viele Bälle? Geht das überhaupt? Ach so, ja, ich habe ja 1000 auch so bekommen. Also, man merkt, ich habe relativ viele verballert dann. Weil man kriegt ja so schnell so viele neue Bälle. Eigentlich, egal. Wie, ja. Wie viele Bälle hast du? Ich 31. So, jetzt darf ich hier nämlich nicht runterspringen. Ich lauf, bin ja vorhin hier runtergesprungen. Ach, hier ist noch ein Nidoran, brauche ich nicht. Bin aber blöd, dass der alte Mann mit dem Kaffee nicht mehr. Ein großes Nidoran. Das könnten wir uns doch echt holen, oder? Ein riesiges. Obwohl, ich würde da doch eher direkt eine Himbeere drauf klatschen. Was bringt das, wenn wir da direkt verschwenden? Und so? Weil wie schnell man hier einfach durchswitchen kann. Man kann. Ich finde so richtig geil, dass Taub hier auch über diese Teile drüber fliegen kann. Ja. Naja. Ich habe eine Frage. Ja. Willst du irgendwie einen Gengar oder einen Simsala haben oder so oder noch einmal? In diesem Let's Play wird es keine Cheats geben durch Pokémon Go. Weil. Was ist das denn jetzt für ein Wurf von dir? Ja, ich weiß. Dann können wir das so machen, dass wir tauschen, weil die entwickeln sich ja nur durch Tausch. Ach ja, genau. Genau. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Wir wollen ja sowieso alle Pokémon kriegen und so. Sowas wird es dann öfters geben. Ich werde, denke ich, bis wir mit Let's Go Pikachu durch sind, auch eh schon Let's Go Evoli haben. Also kann ich das dann entweder mit dir machen oder auch. Kann man eigentlich auch online sowas alles abwickeln? Ich kenne mich da gerade nicht mit aus. Ja. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber den Koop-Modus kann man ja nicht zusammenspielen, logischerweise, ne? Wie? Koop kann man ja nicht zusammen spielen. Also online. Hier dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Aber du bist noch nicht mal in Felsorden. Tut mir leid, aber Regeln sind Regeln. Ich darf dich nicht vorbeilassen. Ach, hier ist ja schon die Pokémon-Liga, ich lauch. Aber deshalb laufen die auch so tolle Pokémon vorbei. Natürlich, klar. Ihr kennt es nicht, ne? So, wo ist denn dann jetzt überhaupt die andere Arena? Ich will Meltan jetzt verdammt haben. Er will das Meltan haben. Gebt ihn ein Mel. Ihn ein Mel. Gebt ihm ein Meltan. Hat Fratze. Level 3. Aber ich wechsle gerade zum ersten Mal die Pokémon im Team durch, ne? Das ist ja so komisch irgendwie. Ja. Aber ich denke, man muss sich einfach an alles mal gewöhnen. Aber das Spiel ist einfach zu geil. Da werde ich jetzt eh so einfach viel zocken. Weil es so gut aussieht schon mal, ne? Ja, ja. Ja, ab dem Vertania wollte. Das reicht mir schon, ne? Das Geile ist, das Spiel läuft gerade. Hier, weil ich da über OBS spiele und er am Fernseher. Wo es in Baba-Qualität läuft, geil. Ja. Heißt, ich spiele das gerade hier über OBS, Alter, da läuft ja alles richtig scheiße. Es läuft gerade mit einer Verzögerung von einer halben Sekunde und 30 FPS. Und trotzdem ist das Spiel 100 mal besser als. Oh, das. Mew hat was gefunden.
Ja, Mew, was... Hoffentlich kriegen wir noch einen Shiny. Jetzt, nächstes Jahr. Mew? Was ist denn? Mew! Was will das räudige Mew denn? Hallo? Ey, der guckt sich die Blumen an. Wow. Mew hat ja echt viel zu tun. Wo ist denn jetzt überhaupt die Arena? Geht sie irgendwo weiter? Ich die ganze Zeit schon gefragt, wieso Nidoran Schnabel hat. Was? Hä? Wo ist die räudige Arena? Und wer jetzt da? Ich hab mir noch nicht diese Schilder. Pokémon Arena von Vertania City. Können wir aber eh noch nicht rein. Den Mann, den haben wir noch nicht angesprochen. Diese Pokémon Arena ist dauernd geschlossen, wer hier wohl der Arena-Leiter ist. Weißt du nicht, ne? Ich muss gerade mal überlegen. Aber wenn dann nicht sagen, ne? Ja, nicht sagen. Für die Zuschauer. Ich bin ein bisschen dumm. Trauriges, ich hab das doch mal gespielt, das Spiel. Das ist aber der letzte Ort, das weißt du, ne? Naja. Aber das hast du nicht durchgespielt, oder? Nee. Das nicht. So, da muss ich jetzt mal gucken. Die Musik vom Wald ist auch super. Ah ja, du hast gerade eine andere. Ich höre nämlich auch gerade Musik. Darüber natürlich übers Spiel. Die ist auch geil, die ich gerade höre. Allein diese Animation, wenn es in den Kampf reingeht, Junge, das sieht ja übel aus. Ja. Ja, schon. Ich halte immer den Pokéball falsch. Ja, ich auch. Ich drehe den dann immer. So, wo geht's denn hier weiter? Aber ich finde, es gibt fürs Kämpfen ein bisschen zu wenig EP. Und fürs Fangen von Pokémon ein bisschen zu viel EP. Da haben wir dann wieder die Nachteile des Spiels, leider. Das ist bis jetzt schon mal so ein kleiner Kritik. Aber sonst gibt's da wirklich nicht viel, ganz ehrlich. Das ist einfach... Aber... Ich glaube, das Einzige, was das Ding hier... Oh, ein Smetbo! Lol. Komm zu mir. Komm zu mir, mein Schatz! Geil. Aber das ist wahrscheinlich so ein Level 3, ne? Aber will ich nicht ins Team packen. Nee, mach ich auch nicht. Ist also auch schwer zu... Oh, das bewegt sich sogar. Es bewegt sich, lol. Genau, es gibt diese Bären. Hauptsache, ich hab grad Probleme gegen den Radfratz. Ah, scheiße, das war mies. Das war sogar rot schon, das Pokémon. Ja, direkt drinne. Man kennt. Ich glaube, ich werd spätestens da abkacken, wo man dann zielen muss mit dem Ball. Ich glaube, ich check irgendwie, muss man damit zielen oder muss man damit... Wenn sich das Pokémon bewegt, würde ich mal behaupten, ja. Da muss halt die Bewegung jedenfalls richtig machen. Also einfach nur diese stark genug auch nach vorne. Hast du eigentlich schon diesen Partner-Move oder? Nein. Ich glaube, den bekommt man auch noch nicht so schnell. Ah, oh, hier ist so ein Raupi wieder. Ich dachte, da geht's irgendwo lang oder so. Ja, man kriegt ja wenig für jeden Kampf Pokémon, ne? Komm, das holen wir uns einfach mal. Wir müssen die auch irgendwie entwickeln können. Weil da, obwohl wir haben natürlich ein Smetbo und so. Ja, ein Smetbo und ein Safcon, klar. Stimmt, Opi hat er noch nicht. Er hol dir. Ist sogar ein großes bei dir, ne? Ja. Ist ein bisschen komisch, gerade nur eins. Riesig. Oh, ein riesiges. Wer sagt, ich soll für eine Raupi eine Beere nehmen? Ja. Aber irgendwie bockt das Fangen voll, ne? Mhm. Ist viel geiler als in den alten Spielen. So, da hat man auch einfach mehr Lust. Das ist cooler so. Weißt du, noch so ein bisschen mehr. Oh, bin ich blöd, als wenn ich den Weg noch nicht gegangen. Oh, da? Doch, da war ich schon. Was mache ich hier? Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich meinen Ball kaputt mache. Ich stell mir das kurz vor. So, Kann es sein, dass man in dem Spiel leicht schnell overlevelt ist? Ja. Karte. Vor allem, wenn man jedes Pokémon fängt. Einsetzen. So. Da waren wir schon. Stimmt. Kann man irgendwie Items registrieren, so wie... Eigentlich nicht. Ja, eigentlich würde ja auch keinen Sinn machen. Dann hat er nur zwei Knöpfe. Also zumindest am Pokémon Plus. Schon das Glück gehabt, einen Bisasamen zu treffen? Nein, leider nicht. So, gleich müsste ich den Part dann echt mal beenden. Aber jetzt gucke ich nochmal, wo es hier weitergeht. War ich hier nicht vorhin? Gerade hatten wir ganz kurz die Musik so ein bisschen so... Ach, komm! So halbwegs synchron.
finde, hier geht die Zeit viel langsamer um in diesen Videos. Das finde ich geil. Man packt viel mehr Inhalt in ein Video irgendwie. Also jetzt sind erst 25 Minuten um. Mir kommt es so vor, als wären es ein paar Minuten. Hey, warte mal. Nee, ich bin gerade komplett dumm. Egal. Mir kommt das schon viel, viel doch. Mir kommt es eigentlich relativ lang sogar vor. Also schon 45 Minuten safe. Hauptsache, ich habe jetzt jedes Pokémon in meinem Team. Das ist auf Level 7. Das schon gespielt. Ja, moin. Ich weiß gar nicht, ob man ihn die ganze Zeit so gut versteht. Ich hoffe einfach mal. Waren wir doch auch die ganze Zeit schon. Dürfte man eigentlich schon. Naja. Aber nicht so laut. Ach, hier sind wir noch nicht weitergegangen. Ja, gut. So. Gucken wir mal eben, was hier ist. Gute 2. Hier scheint aber auch nichts Besonderes abzugehen. Und deshalb würde ich sagen, beenden wir den Part. Bis Part 5 oder so. Und ciao.